meine lieben Eisbären, ich meine Hobby- und Freizeitzoologen und guten Tag, ne, hier in Alaska, ne, wir haben unsere Eisbären letzte Folge klar gemacht, haben hier ordentlich Fisch hingestellt, ne, ein paar, ne, Fleischvorräte, ein bisschen was zu saufen, hier können sie lecker schwimmen, ein bisschen was Höhliges haben wir hingestellt, kratzen können sie auch, ne, und ich glaube, das sollte soweit erstmal okay sein. Ich gehe mal direkt wieder auf Play, bitte einmal auf Play. So, und der gräbt sich hier mal kurz ein bisschen im Schnee ein. Der Onkel legt hier noch ein paar Fische nach, ein paar Fischstäbchen von Captain Iglo. Ne? Alles easy, alles gut, alles perfekt. Die Steaks liegen da, ne, wie nichts gut ist. Ne? Und okay, da ist der, ne, mächtig. Ist das der Eisbär oder ist das Bären? Ne, das ist eine Bärin. Und was ist das jetzt hier? Das ist der Bären, Bären. Das ist der Mann. Der ist übrigens schon 31, ne, aber ich habe ja gelesen letztes Mal, die können 41 Jahre werden. Das ist wirklich unglaublich lange. So. Na Jungs, ne, wollt ihr euch kloppen oder wieso, ne? Hier ist doch gar keiner. Hör mal. Alter, was geht hier mit dir? Mach das nochmal. Ich habe das nochmal, ich möchte das gerne nochmal nahe sehen. Bitte einmal. Danke, das ist, der hört aufs Wort. Das finde ich gut, ne? Das bist ein sehr folgsamer und netter Kollege. Ich danke dir, mein Freund. So, gucken wir mal ganz kurz weiter rum hier. Was haben wir jetzt hier? Was ist denn das eigentlich? Dekoration. Ach, das ist ein Kürbis. Okay, jetzt gibt die Sache langsam Sinn. Was, meine lieben Freunde, machen wir jetzt? Hier sind unsere Leoparden, unsere Schneeleoparden. Die hatten wir ja eingestellt. Die wetzen da, wie nichts Gutes. Ne? Was machen denn unsere Säbelzahntiger? Wir haben ja im letzten, in der letzten oder vorletzten Folge Nachwuchs bekommen. Ne? Hier die kleinen Baby-Säbelzahntiger. Ne? Na, Kleiner, alles gut hier. Mir geht's prima, finde ich gut. Oh, wie er rumschleicht. Die kleinen Zähne hier, was ist klein? Die sind bestimmt größer als unsere. Oh, schielt ein bisschen, ne? Clarence, ne? Der kennt noch Clarence, ne? Von Daktari, ne? Eine Folge, die ich als, beziehungsweise eine Serie, die ich als Kind gerne mal geschaut habe, ne? Aber da waren die meisten von euch noch gar nicht mal geplant. So, dann gucken wir mal weiter. Was müssen wir jetzt? Wir haben jetzt hier, also, Eisbären haben wir, Schneeleoparden haben wir, gut. Dann müssen wir jetzt Grizzlybären und Bisons klar machen. So, dann gucken wir mal, wo. Da ist was krank, aber das ist ja eine Pflanze, da kann ich dir nicht helfen. Beziehungsweise haben wir einen Gärtner. Das ist auch ein Gärtner. Hier macht er immer Heile da. Ist das nicht in seinem. Das ist in seinem Einzugsgebiet. Der macht das mal klar da hier. Naja, oder auch nicht. Was haben wir denn hier eigentlich? Können wir denn hier vielleicht ein paar Bären ansiedeln? Bären, Bären. Können sie zumindest schwimmen? Aber das wird dann wahrscheinlich nicht sehr groß, ne? Oder? Naja, sie können auf jeden Fall plümpsen. Das ist eine gute Sache. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie wir das am besten machen, meine lieben Leute. Theoretisch können wir das hier einrichten. Machen wir das so, machen wir das so. Dann ziehen wir das hier rüber. Da können sie auf jeden Fall schwimmen. Kommen sie da überhaupt wieder raus? Ich denke mal, ne? Ja. Ich weiß gar nicht. Mir wäre das ein bisschen zu hoch, aber... Oh, ich denke schon. Da kommen die raus. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal hier unsere Grizzlybären, dass wir die hier hinsetzen. Wie plane ich das jetzt am besten? So, Moment. Okay. Einen schönen Zaun hier ziehen. Wuppdiwappdi. Nehmen wir auch so einen wieder. Palisadenzaun ist immer gut. Und können die Leute schön gucken. So. Zap. Zap. Machen wir das. Oh, hier mal so rüber. Zap. Zap. Mal bis hier ran. Das ist natürlich ein Riesengehege, ne? Aber na gut. Hier müssen wir das nochmal eben kurz dicht machen. Zam, zam, hier. So, und ne, ihr kennt Spielkind 45, ne, und insofern machen wir hier nochmal eine Plexiglas-Tour. Können wir das da rein? Ja, das geht irgendwie immer nicht mit dem Plexiglas. Dann machen wir hier ein schönes Tor. Das sollte aber funktionieren. Ja, hier. Geht das auch nicht? Wieso geht das nicht? Ey, wollt ihr mich verarschen oder was, Freunde? Moment, ganz kurz gucken. Was ist das? Laubentor? Was ist denn Laubentor? Ach, für eine Gartenlaube, okay. Aber wieso passt das hier nicht? Okay, doch, da passt es. Okay. Na gut, da kommen sie zumindest rein. Der Onkel, ne, steht da ein bisschen komisch rum.
So, was, wir müssen mal ganz kurz gucken. Moment, hier, dann machen wir mal ganz kurz hier Fresschen, wuppdiwappdi. Ich denke mal, fressen Bären Fleisch? Ich weiß es gar nicht. Erstes Mal eine Tränke. Die setzen wir mal hier mitten in Schnee, ne? Und da ist ja noch Wasser ohne Ende. Und jetzt würde ich sagen, wir kaufen jetzt erstmal die Bären. So, ein Bär, du bist 22 Jahre, bist ein Weibchen. Wuppdiwappdi, ne? Beiß den Gärtner nicht, den brauchen wir noch. Na, was haben wir hier? Du bist auch ein Weibchen, hier zibbeldiwapp. Und du bist ein Männchen. Alles Weibchen. Ja, ich denke, mit Nachwuchs ist da nicht viel, ne? Ganz kurz mal gucken, jetzt, wie sieht's bei euch aus? Was genau wollt ihr, Freunde? Ich würde gern schwimmen gehen. Da, genau, der geht schon, ne? Ich bin sehr durstig. Ich würde gern Früchte. Ah, okay. Etwas rohes Fleisch. Gut, Früchte und Fleisch kriegen wir hin, liebe Leute. Dann gucken wir mal ganz kurz hier. Subdi-dabdi. Fleisch, Moment. Das machen wir mal hier so richtig schön. Romantisch, wie das immer so handhaben. Ja, mal hier so. Da, Fleisch. Früchte wollen sie auch haben. Fruchtkorb stellen wir mal daneben. Stellen wir zwei Stück daneben. Was wollten die noch? Okay, wir müssen jetzt erstmal einen Onkel einstellen, der da ein bisschen, ne, ist der Letzte, ist egal, wie gut der ist, den kaufen wir jetzt einfach mal hier, wumm, wumm, machen wir auch direkt wieder ganz groß, zapp, so, die wollen Früchte, ja Jungs, hier gibt's Früchte, der Onkel füllt das gerade nach, ganz kurz mal gucken, was noch genau alles, ich würde gerne rohes Fleisch, okay, recht kühl, okay, das bedeutet, Früchte essen, rohes Fleisch, es ist recht kühl. Gut, kommt die da wieder raus? Jungs, kommt die da wieder? Wieso will der Gräser fressen? Moment. Gräser, tatsächlich Gräser. Die wollen auch Gräser. Gut, kriegen sie. Oh, habt ihr gesehen, wie der da rausgejumpert ist? Cooler Bär, ey. So, Gräser kriegen wir dann auch hin. Moment, das war. Futterkreppelgräser. Was ist? Tierpfleger 5 neue Fähigkeit erlebt. Das finde ich gut, meine lieben Leute. So, hier kommen ein paar Gräser hin. Super. Wollen die denn auch, Blätter wollen die auch? Auf dem Blätterstand da nichts dran. Rohes Fleisch, Wasser. Aber der hat ein Blatt auf dem Kopf, ne? Gut, stellen wir noch ein paar Blätter dahin, kriegen wir hin. Na, ist das, Futterkrippe Blätter, genau. Die ballern wir da nochmal hin. Zum. So, hier. Dann sollte das einfach nicht funktionieren, liebe Leute, ne? Das sind die Früchte, ne? Rohes Fleisch, okay. So, das finde ich aber schon mal ganz gut. So, wie sieht es bei dir aus? Die Gräser schmecken richtig gut. Das war super. Ne, ich würde gerne etwas rohes Fleisch. Es ist kühl hier. Okay, die brauchen wahrscheinlich ein bisschen, wie soll ich sagen, oh Gott, das, da müssen wir ja, da müssen wir ja super viel hinstellen. Machen wir da mal einen hin. Machen wir mal da einen hin. Dann machen wir, Moment, dass sich das ein bisschen überschneidet. Irgendwas ist da krank, sehe ich gerade. Und da einen hin. Machen wir. Ah, ist das ein bisschen hoch. So, und viel weiter müsst ihr auch nicht gehen, liebe Leute, wenn es euch zu kalt wird. Moment. Es kann natürlich sein, dass denen das Wasser auch zu kalt ist. Ich weiß es gar nicht. Stellen wir hier nochmal hin. Dann gucken wir mal, wie sie darauf reagieren, ne? Also hier, liebe Leute, ne? Das ist. Oh, komm, stellen wir auch noch hin. Scheißegal, ey. Zap. Zap, zerab. So, ne, schmilzt der Schnee auch, ist eine coole Sache. Der Bär, naja, die brauchen wahrscheinlich aber auch, ne. Ah, das tut gut. Ah, der schrubbert sich. Woran schrubbert er sich? An dem Felsen? Oder woran schrubbert der Fusch? Okay, das heißt kratzen, da müssen wir auch noch ein bisschen was kratzentechnisch hinstellen. Moment. Kratzen, 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 kratzen. Da, bitte sehr. So, hier könnt ihr euch ein bisschen schrubbern. Einmal schrubbern und nochmal klein schrubbern. Hier, so. Na. Und wenn wir schon dabei sind, so, ich finde ein bisschen felsig, ne, kann das ja auch sein. So, und dann, den stellen wir aber auch noch in eine Höhle rein. Das finde ich nämlich cool. Machen wir hier eine. Und hier eine. Könnt ihr euch zurückziehen, liebe Leute, ne? Ihr wisst ja, Bären halten Winterschlaf, ne? Reicht das soweit? Ist das soweit okay? Mir geht's prima, finde ich gut. Mir geht's prima. Mir geht's prima. Aber das ist alles nur Weibchen. Das ist hier mit Weiterentwicklung und Zucht und überhaupt und sowieso. Das ist doch, naja, der Milliardär wird es wissen. Ne? Und es kauft danach, ne? Wenn wir diese Mission irgendwann geschafft haben, diese Kampagne. Dann kann er ja nachkaufen, ne? Aber das ist,
Ich habe Milben, weißt du was, dann hier. Flupp, weg. So, mal hier noch ein bisschen bewalden, würde ich sagen. Hier gab es doch noch irgendwo, Moment. Subtropen, gemäßigt. Gab es denn da nicht noch irgendwo Kiefern oder sowas? Große Fichte, genau. Hier noch ein paar Fichten hin. Zam, 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 zam. So, dass sie sich da ein bisschen verstecken können, ne? Ich meine, die Memme jetzt hoffentlich nicht ab. Geht das bis da hinten? Geht natürlich genau bis dahin, wo ich nicht hier. Das ist hier. Mir geht's prima, okay. Naja. Fichten sind ja eigentlich auch Zähne. So. Okay, die fressen hier fleißig, ne? Der Schnee schmilzt, ne? Ob unserer ganzen schönen und teuren, ne? Heizungen, die wir hier haben, ne? Aber das macht nichts, ne? Na, ganz kurz mal gucken. Okay. Na, haben sie auf jeden Fall ein super Gehege. Super groß, ne? Und überhaupt, ne? Ist wahrscheinlich alles viel zu groß, ne? Sehen die Leute gar nichts, ne? Aber. Mir doch egal, ne? Hier können sie sich alles angucken, ne? Ich hätte ja noch ein paar mehr Debelpflanzen, okay? Ne? Zu wenig Pflanzen, okay? Dann stellen wir hier noch ein paar Kiefern oder so hin. Ja? Passt das ja? Wum, 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 wum. Wum, so. Und dann können dann die Zuschauer hier auch durch das Ding gucken und dann sehen die dann genau, ne, hier da durch die Bäume durch, ne? Dann die Bären schleichen. So. Reicht das erstmal an Bewaldung oder? So, was ist mit dir? Mir geht's prima. Okay. Ich denke mal, das langt, ne? Langt das? Ja, ich finde, dass das. Also, ich bin ehrlich, ich hätte immer noch Schiss, ne, hier neben so einem ausgewachsenen Bären zu stehen, aber denen macht das allerdings nichts aus, ne? Das ist eine coole Sache. So, aber mit Nachwuchs ist das ein bisschen complicated, ne? Das ist, was macht ihr da? So, zu zweit ist viel besser, ja, super. Ah, coole Sache, das, coole Sache, das. So, ist euch irgendwie der Boden zu hart oder so, das ist alles gut, mir geht's prima. Dir, meine Süße, geht's auch prima. Finde ich eine coole Sache. Kann ich noch ein paar Bäume hinstellen? Was ist denn mit euch eigentlich hier los? So, der Boden ist mir zu weich. Tschüssikowski, was ist mit dir? Der Boden ist mir zu weich. Tschüssikowski. Wir können ja hier nochmal. Genau. Gucken, ob das funktioniert. Mir geht's prima. Super. Perfekt, ja, hier Totenkopf und so, ne? Ne, Jolly Roger lässt grüßen. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, was es mit den Bären zu tun hat, aber wir haben natürlich jetzt hier ziemlich großzügig gebaut, liebe Leute. Ne? Also das haben wir ja bei unserem Heimpark da doch ein bisschen kleiner gemacht, aber vielleicht machen wir den irgendwann nochmal neu oder wir fangen nochmal ein komplett freies Spiel an. Wir sind jetzt schon richtige Wildlife-Park-Freaks geworden. Ne? Wir kennen uns schon ziemlich gut jetzt aus mittlerweile. Ne? Ihr wahrscheinlich besser als ich, ne? Aber das, ja nun, das ist immer so eine Sache. So, das ist okay, okay, okay. So, alles easy hier. Ich würde mich gern paaren. Ja, ich würde ja auch gerne noch einen Teddy dazu kaufen, aber es geht nicht. Liebe Leute, es geht nicht. Es ist nicht vorgesehen. Naja. Aber auf jeden Fall sind sie gut drauf. Ne? Wir haben Eisbären, weißer Adler auf weißem Grund. Jetzt haben wir hier Braunbären, brauner Adler auf braunem Grund. Ne? Es ist nun mal, man kann nicht alles haben und überhaupt und sowieso. Ich will mir die jetzt mal ganz kurz ein bisschen aus der Nähe angucken. Der ist nicht ganz so braun. Geht durch den durch? Ja, coole Sache das, ne? Alright. Die Koteletts liegen da parat, ne? Geht's euch aber echt gut, ne? Das war schön fruchtig. Finde ich gut. Ja, der Onkel füllt das halt mal gut nach. Das macht er perfekt. Fressen die eigentlich gar keinen Fisch, die Bären? Rohes Fleisch, Früchte, Gräser, Schwimmen, Kratzen. Kratzen haben wir aber auch schon, ne? Nein, wir hier Kratzdinger, hier sind Felsen und bla bla bla. Das sieht doch eigentlich irgendwie hervorragend aus. Ne? Denke ich mal, das haben wir ganz gut hier. Ich würde mich gerne paaren. Ja, würde ich dir auch gerne zugestehen, aber das Spiel sieht das irgendwie nicht vor. Ne? Ich hätte ja auch gerne noch ein Männchen dabei. Mädchen. 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 Naja, da ist mit Nachwuchs immer so eine Sache. Ne? Aber hier, ich glaube, die Tränke. Sollen wir die nochmal hier? Wir kaufen mir nochmal eine Tränke, liebe Leute. Das, was ist? Hervorragend. Eisbärenweibchen ist schwanger. Super, cool. Ne? Das nochmal hier hinballern. Gucken wir uns mal ganz kurz unser Eisbären-Fräulein an. Hat sich dann das. Das sind unsere Säbelzahntiger. Der Onkel steht da noch irgendwie rum. Bei dem Riesengehege, ne? Super, super.
So, was Eisbärenweibchen 4? Bist du die 4? Du bist die 4. Habe ich dich sofort getroffen. Cool. Na. Du bist schwanger, habe ich mir sagen lassen. Finde ich gut. Ja, der passt auf dich auf, ne? Die passt auf dich auf, ne? Ist wahrscheinlich deine Cousine oder deine Schwester. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall passt sie gut drauf aus. So, was ist das, das Männchen? Das ist hier das. Das ist das Männchen. Das Männchen schwimmt gerade. Alter, hast du gut gemacht, ne? Machst ein bisschen Nachwuchs. Finde ich perfekt. So, meine lieben Leute, denn mit dem Blick auf den, das sind unsere Schneeleoparden, ne, finde ich auch sehr schön. Wollen die vielleicht ein bisschen jumpern oder so? Müssen wir ganz kurz gucken. Ich glaube, die wollen vielleicht, wollen die ein bisschen springen? Ich würde mich gerne paaren. Ja, da kann ich dir, wie gesagt, nicht helfen. Aber hier stellen wir nochmal ganz kurz, genau, hier so ein bisschen jumpertechnisch. So. Dann gucken wir uns mal auf unsere Bären, auf die wir heute unser Hauptaugenmerk gerichtet haben. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf jeden ein bisschen Spaß an der Sache. Ich finde die Kampagne eigentlich echt ganz witzig. Mal gucken, was da noch so auf uns zukommt. Alter, du steckst da irgendwie hin und mit dem Kopf in der Erde. Du wirst wissen, was du machst. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne und euer Spiegel 45 sagt, liebe Leute, geht doch mal wieder ins Zoo, ne? Ab ins Zoo.